hier die Ecke für Alia und habe diesen schönen alten Koffer besorgt. Den kriegt ihr auch ganz easy, zum Beispiel auf dem Flohmarkt findet man noch so alte Koffer oder im Internet. Und habt den schon von innen gelb lackiert, wie ihr seht, also damit das hier auch farblich passt zu unserem Brasilien-Thema. Und daraus mache ich für Alia jetzt einen Kaufladen. Das Praktische ist natürlich auch an dem Koffer, wenn man das Gefühl hat, meine Güte, es wird hier langsam ein bisschen unordentlich, dann kann man ihn auch zumachen und dann zum Beispiel hier in die Ecke stellen. Und schon hat man wieder ein bisschen mehr Ordnung im Wohnzimmer. Aber jetzt bauen wir den erstmal. Also das ist die Höhe, auf die das Brett soll. Das heißt, ihr habt eure Schraube und den Akkuschrauber. Und setzt einmal die Schraube drauf. So. Das ist jetzt ein bisschen Millimeterarbeit, dann das Brett richtig zu treffen. Erste Brett sitzt. Die Bretter sitzen und ich habe mir überlegt, dass ich noch Haken dran machen möchte. Das kann man auch total easy machen und auch die findet ihr zum Beispiel auf Flohmärkten oder im Internet. Oder vielleicht hat Oma noch irgendwie Sachen auf dem Speicher und bei Oma ist bestimmt auch noch so einen alten Koffer übrigens. Und die kann man auch dran machen, wo man möchte. Ich werde die leicht versetzt kleben mit doppelseitigem Klebeband. So, und Alias Täschchen hängt. Süß, oder? Und ich hole jetzt mal die anderen Sachen, die sie in ihrem alten Kaufladen hatte und dekoriere den schon mal fertig. Für noch mehr Home and Living abonniert einfach diesen Kanal hier, holt euch die Six App oder ihr schaut ganz einfach Boom My Room.